Okay, die Aufnahme läuft. Dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem nächsten Termin, Fachdidaktik 1 für Informatik. Und wir waren hier stehen geblieben, beziehungsweise das ist die erste Folie, die wir beim letzten Mal nicht mehr gesehen haben. Wir sind mitten im Kapitel Informatik und Gesellschaft und sind jetzt im juristischen Teil. Wir haben schon beim letzten Mal ein bisschen was zum juristischen Teil gesehen. Datenschutz war da das primäre Thema. Wir werden noch ein paar andere Themen jetzt betrachten, die für Sie als Lehrkraft einerseits für Ihr eigenes Agieren potenziell wichtig sein können, aber auch dafür, dass Sie die Schülerinnen und Schüler, dass Sie da ein bisschen aufpassen können, dass die nicht strafbare oder Ziel oder strafbare Handlungen begehen, beziehungsweise Handlungen, die vielleicht Schadensersatz oder Schmerzensgeld bringen. Natürlich hier nur, insoweit Informatik berührt ist. Ja, wenn Sie Schülerinnen und Schüler in der Klasse prügeln, dann ist das natürlich kein Thema für die Fachdidaktik, speziell der Informatik. Hier geht es eben um das, was gerne im öffentlichen Raum Cyber genannt wird. So, Persönlichkeitsrechte das ist eine Sammlung von Rechten, die sehr gerne im schulischen Raum und beziehungsweise von Schülerinnen und Schülern auch außerhalb auf irgendwelchen sozialen Medien verletzt werden, wo natürlich auch Sie immer mal wieder Gefahr laufen, wenn Sie nicht aufpassen, Rechte zu verletzen. Deshalb habe ich dieses Thema mit reingenommen. Worum geht's da? Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das ist natürlich sehr eng geknüpft an das Thema, das wir beim letzten Mal hatten, Datenschutz. Was passiert mit meinen Daten? Und genau das ist erst einmal auch der Punkt. Letztendlich haben wir das beim letzten Mal von der anderen Seite aus gesehen, von der Datenschutzseite aus gesehen. Sie dürfen selber bestimmen, was mit Ihren Daten passiert. Nicht ganz. Also entweder müssen Sie Ihre Einwilligung geben, und die Sie auch jederzeit widerrufen dürfen. Oder es gibt eine gesetzliche Grundlage. Ich hatte zum Beispiel als Beispiel erkennungsdienstliche Behandlung durch die Polizei. Da nützt es Ihnen gar nichts, wenn Sie nicht Ihr Einverständnis geben. Es gibt eine gesetzliche Grundlage dafür, dass die Polizei das auch in gewissen Situationen ohne Ihre Zustimmung machen darf. So, worum geht es jetzt weiter? Recht am eigenen Bild. Das ist natürlich ein sehr heißes Thema heutzutage, wo jeder Schüler, jede Schülerin und auch Sie ein Fotoapparat oder beziehungsweise eine Videokamera in Form des Smartphones in der Tasche haben. Meinungsfreiheit, das geht ganz tief rein ins Strafgesetzbuch. Und wir werden noch mal kurz das Thema Cybermobbing ansprechen, obwohl das kein eigener Straftatbestand in Deutschland ist. Oh, Recht am eigenen Bild. Ja, grundsätzlich ist es so, dass niemand von Ihnen Fotos machen darf und dann die zum Beispiel veröffentlichen darf oder so etwas. Grundsätzlich heißt im deutschen Rechtssystem immer, es gibt auch Ausnahmen, die dann aber gesetzlich zu regeln sind. Das heißt auch, Sie haben, wenn jemand Ihre Bilder verbreitet, oder Videoaufnahmen von Ihnen, haben Sie das Recht zu widersprechen. Inwieweit Sie dieses Recht durchsetzen können, wenn da jemand anonym auf sozialen Medien was hochlädt, ist natürlich eine andere Frage. Aber grundsätzlich haben Sie das Recht, da zu widersprechen. Und die Gesetzgebungsinstanzen arbeiten ja daran, da auch auf deutscher Ebene oder auf EU-Ebene Ihnen mehr Möglichkeiten an die Hand zu geben, tatsächlich herauszufinden, wenn jemand anonym da unterwegs war, wer das eigentlich ist, dass Sie dessen Personalien herausbekommen können. So, das Ganze ist gar nicht mal so ganz kein Kavaliersdelikt, sondern in krassen, in extremen Fällen, denken Sie etwa an zur Schaustellung in intimen Situationen oder von schwer Verletzten oder Toten oder ähnliches, kann oder Wiederholungsfall, kann das schon ganz schön heftig werden. Also es ist schon sehr heftig strafbewehrt. Das heißt, dieses Recht am eigenen Bild wird vom deutschen Staat als sehr wichtig angesehen. So wichtig, dass Sie natürlich nicht im Normalfall, aber im Extremfall durchaus bis zu 2 Jahre mit oder ohne Bewährung ins Gefängnis kommen können.
Auch solche alltäglichen, unüberlegten Sachen fallen darunter. Das muss man sich auch klar machen, beziehungsweise das müssen sie dann auch ihren Schülern und Schülerinnen klar machen. Idealerweise vielleicht sogar, wenn es geht, nicht nur im Fall der Fälle, wenn sie Leute bei irgendwas erwischen, sondern tatsächlich, wenn es sich vom Zeitplan her machen lässt, auch als Unterrichtseinheit. Hoffentlich, idealerweise sogar als Teil des Curriculums sogar vorgegeben, aber solange das nicht vom Curriculum vorgegeben ist, dann eben in Ihrer Verantwortung, ob Sie die Zeit finden und das auch machen wollen, solche Dinge zu thematisieren im Unterricht. Das muss natürlich eigentlich nicht im Informatikunterricht sein, weil es hat erstmal ja gar nichts mit Informatik zu tun. Aber anderswo wird es, glaube ich, auch nicht thematisiert. Man könnte es in sowas wie politische Weltkunde thematisieren, aber ob es da jemals thematisiert werden wird, sei mal dahingestellt. Inwieweit sich die Lehrkräfte da auch für kompetent fühlen, so etwas zu thematisieren. So, Recht am eigenen Bild hat aber auch Einschränkungen. Wie gesagt, grundsätzlich hat jeder Mensch Recht an seinem eigenen Bild, volle Rechte. Aber grundsätzlich heißt eben auch, es gibt Ausnahmen von der Regel. Zum Beispiel bei öffentlichen Veranstaltungen, das geht natürlich nicht. Ne? Wenn ein großes Publikum aufgenommen wird, dann können Sie nicht der Verbreitung des Bildes widersprechen, nur weil Sie zufällig da in diesem Publikum drin sitzen und vielleicht sogar erkennbar sind. Oder wenn jemand beispielsweise eine Sehenswürdigkeit fotografiert, beispielsweise hier auf dem Luisenplatz in Darmstadt, die große Säule, und Sie sind zufällig da ganz klein mit auf dem Bild, können Sie der Weiterverwendung dieses Bildes auch nicht so ohne weiteres widersprechen. Ja, im deutschen Rechtssystem ist das dann immer eine Abwägungssache, inwieweit Sie da erkennbar sind, inwieweit der Blick des Betrachters auf Sie gezogen wird, weil Sie da vielleicht irgendwie sehr unvorteilhaft mit aufs Bild gekommen sind und ähnliche Sachen. Ja, also sowas, wenn Sie zufällig da vorbeikommen, werden mit aufgenommen, haben Sie erstmal kein Recht an. Personen der Zeitgeschichte, also beispielsweise PolitikerInnen, KünstlerInnen, LeistungssportlerInnen, die regelmäßig im Fernsehen sind und so weiter, die haben natürlich notwendigerweise eine sehr starke Einschränkung hinzunehmen beim Recht am eigenen Bild. Das heißt beispielsweise nicht, dass sie jetzt irgendwelche Politiker, Politikerinnen in der Sauna fotografieren dürfen oder so etwas oder sonst irgendwo in einem privat geschützten Bereich und das dann vielleicht auch noch verbreiten. Aber es heißt so, im öffentlichen Raum kann sich ein bekannter Politiker, eine bekannte Künstlerin nicht dagegen wehren, dass sie die fotografieren und dann auch tatsächlich auch noch diese Bilder weiter, sogar kommerziell weiterverwerten, beispielsweise an eine Zeitung, eine Zeitschrift verkaufen. So, also, um das nochmal festzuhalten, Einschränkung heißt nicht völlige Aussetzung, das heißt also, Personen der Zeitgeschichte sind nicht vogelfrei, sondern haben immer noch ein Recht am eigenen Bild, aber eben eingeschränkt. Abwägung zwischen den Rechten der Person und ihren Rechten als Schöpfer eines Fotos oder eines Videos. Die Abwägung, die Grenze zwischen den Rechten des einen und des anderen ist halt ein bisschen anders verschoben. Und je prominenter eine Persönlichkeit ist, umso mehr geht die Verschiebung, dass sie da mehr Rechte haben und die Person der Zeitgeschichte entsprechend weniger Rechte hat. So, das ist eigentlich schon alles, was es dazu zu sagen gibt zum Recht am eigenen Bild. Grundsätzlich würde ich vorschlagen, als grundsätzliche Haltung für sich selbst im eigenen Leben, wie auch für Schülerinnen und Schüler, nicht, wenn wir loten hier in dieser Veranstaltung die Grenzen nicht aus zwischen dem, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Auch das gilt natürlich auch jetzt für das nächste Thema Grenzen der Meinungsfreiheit. Sondern es ist klug, sich immer möglichst ausreichend weit weg von diesen Grenzen zu halten, damit nicht dann irgendwann ein Richter für Sie die Grenzen auslotet und feststellt, dass Sie vielleicht die Grenzen überschritten haben oder Schülerinnen und Schüler diese Grenzen überschritten haben. Also grundsätzlich immer Distanz wahren zu der Grenze zwischen Recht und Unrecht.
Sprachunterricht. Ich glaube, das ist eigentlich der wichtigste Punkt überhaupt, den man für sich selbst und auch für die Schülerinnen und Schüler mitnehmen sollte fürs eigene Leben. Nicht nur natürlich bei den Themen, um die es hier geht, sondern auch bei anderen Themen. Nicht die Grenze zwischen Recht und Unrecht ausreizen. So, Grenzen der Meinungsfreiheit. Wir werden jetzt hier mehrere Straftatbestände betrachten, die jeweils einen eigenen Paragraphen im Strafgesetzbuch haben. Wir fangen an mit dem Thema Beleidigung. Was ist eigentlich eine Beleidigung, beziehungsweise was ist keine Beleidigung? Auch hier natürlich, man sollte nicht die Grenze zwischen was ist eine Beleidigung, was ist nicht eine Beleidigung, versuchen auszureizen, auszuloten. Es sei denn, man legt es drauf an. Dann kann man das natürlich tun, ist dann aber dann natürlich auf eigene Verantwortung. Auch hier Strafmaß bis zu einem Jahr, also auch nicht gerade ohne. So, es gibt aber auch Fälle von Beleidigung, die noch höher strafbewehrt sind, wenn es uns zum Beispiel eben anspucken, also alles, was irgendwie physischen Kontakt beinhaltet, was eben anspucken ist auch eine Beleidigung. Ja, es ist in der Regel keine Körperverletzung oder so etwas, aber es ist eine Beleidigung. Und weil das eben so eine sehr tiefgreifende Form von Beleidigung eben entsprechend stärker strafbewehrt. Was gibt es denn alles so an Möglichkeiten, wie Sie jemanden beleidigen können oder wie jemand Sie beleidigen kann? Natürlich verbal, das Übliche, auch schriftlich natürlich, auch in einer E-Mail. Auch eine E-Mail kann den Straftatbestand der Beleidigung erfüllen, jetzt nicht gerade mit Tätlichkeit natürlich, aber auch sonst gestikulär, das kennen Sie ja auch, die üblichen Gesten, mit denen man jemanden beleidigen will, die aber eben auch dann unter diesen Straftatbestand der Beleidigung fallen und dann locker mal mehrere hundert Euro im ersten Fall, also noch nicht im Wiederholungsfall, mehrere hundert Euro dann locker kosten können, ohne Gerichtsverfahren, mit einem Strafbefehl. Typischerweise nur, wenn Sie dem Strafbefehl widersprechen und nicht zahlen, dann gibt es ein Gerichtsverfahren und das wird dann in der Regel für Sie noch teurer, wenn Sie das Gerichtsverfahren verlieren. Ja, was kann man, das ist ein bisschen schwierig natürlich zu sagen, wo die Grenze ist zwischen Beleidigung und Nichtbeleidigung noch. Das ist natürlich wieder eine Grenze, eine Grauzone, die man besser nicht ausreizen sollte, weil die Wahrscheinlichkeit ist nicht gerade klein, dass das Gericht dann die Grenze anderswo sieht als Sie selbst, dass Sie sich noch auf der guten Seite, auf der hellen Seite sehen. Und das Gericht sieht sie schon auf der dunklen Seite. Aber das ist so ungefähr das, wie Gerichte gehalten sind, hier eine solche mutmaßliche Beleidigung zu bewerten. Das kann natürlich auch von Milieu zu Milieu sehr unterschiedlich sein. Ja, also es gibt sicherlich einige Landesregionen in Deutschland, denken Sie etwa an meine zumindest Klischeevorstellung vom ländlichen Bayern etwa. Also das sind natürlich jetzt erstmal nur Klischees, das hat nicht unbedingt etwas mit der Wirklichkeit zu tun, wo die Leute vielleicht etwas derber miteinander reden als im bildungsbürgerlichen Milieu einer Großstadt oder auch sie die sozialen Schichten reden unterschiedlich. Das heißt also, das Gericht müsste, wenn es seine Arbeit richtig tun will, müsste dann auch berücksichtigen, in welchem Milieu dieser Beleidigung, diese mutmaßliche Beleidigung stattgefunden hat. Allerdings sind solche Dinge, auch sexualisierte Sprache, sollte ich noch vielleicht dazu hinzufügen, das sind natürlich klare Indizien, egal welche Region, egal welches Milieu, dass es, also das, wenn solche Sachen verwendet werden, dann sollten Gerichte typischerweise geneigt sein, doch eher auf Beleidigung zu erkennen. So, was gibt es da noch zu sagen? Beleidigung ist, also es gibt kein absolutes Recht in Deutschland, sondern es gibt immer eine Abwägung zwischen verschiedenen Rechten, auch bei Grundrechten, was ja auch ganz logisch ist, weil man nie
Man wird in der Realität nie schwarz-weiß haben. Man wird immer eine komplizierte Situation haben, sodass man also immer auch bei jedem Straftatbestand dann entsprechend wieder eine Einschränkung haben wird. Zum Beispiel solche Sachen, Taktlosigkeiten, taktlose Bemerkung über das Aussehen einer Person, ist erstmal keine Beleidigung. Aber auch da ändert sich natürlich die Rechtsprechung, beziehungsweise dann teilweise sogar die Gesetzeslage. Aber zumindest die Rechtsprechung, dass manches, was man früher als nur Unhöflichkeit oder Taktlosigkeit gesehen hat, dass das heutzutage dann schon als Beleidigung angesehen wird. Ja, gerade das Beispiel, was ich eben genannt habe, taktlose Äußerungen zum Aussehen, zum Äußeren einer Person. Gerade dann, wenn es dann noch um Geschlechter beispielsweise geht, wird man Gefahr laufen heutzutage, dass man doch erfolgreich auf Beleidigung verklagt wird. Ja, in geschützten Räumen, in vertrauten Räumen ist so einiges ein bisschen aufgeweicht im deutschen Strafrecht, einfach aus der Lebenswirklichkeit heraus, dass man da jetzt nicht dieselben Maßstäbe anlegen kann, natürlich wie wenn sich zwei Fremde oder zwei Arbeitskollegen oder wie auch immer, wenn die sich begegnen. Weil die Privatsphäre eben doch sehr schützenswert ist. Sie sehen jetzt wieder die Abwägung zwischen verschiedenen Gütern, zwischen dem Gut, dass die Gesellschaft beleidigungsfrei bleibt und dem Gut, dass die Privatsphäre geschützt ist. Tote können nicht beleidigt werden. Dafür gibt es dann noch einen anderen Straftatbestand, einen extra Straftatbestand, den wir uns da auch gleich ansehen werden. Oder hier sehen Sie es ganz gut, Beunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Aber auch da, auch bei, wenn es um das Andenken von Verstorbenen geht, kann das auch ganz heftig werden. Also wenn Sie jetzt Alexander der Großen oder Julius Caesar beleidigen, wird Ihnen wahrscheinlich nichts passieren. Aber wenn Sie jemanden beleidigen, der noch gar nicht so lange tot ist und trauernde Angehörige hat, wird die Sache sicherlich anders ausgehen. So, weitere Einschränkung. Es kann sein, dass Sie ein berechtigtes Interesse wahrnehmen und das nicht wahrnehmen können, ohne die Grenze zur Beleidigung zu überschreiten. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Das klingt erstmal ein bisschen komisch. Was für berechtigte Interessen soll es denn geben, wo man nicht so ganz um eine Beleidigung drumherum kommt? Eigentlich kommt man drumherum, aber die Grenzen sind halt fließend und deshalb gibt es da diese Punkte. Zum Beispiel, wenn Sie in einem Gutachten beispielsweise oder auch in mündlicher Kritik, wenn jemand einen Seminarvortrag gehalten hat und Sie finden diesen Seminarvortrag nicht besonders gelungen und äußern sich dementsprechend, dann kann es manchmal in manchen Situationen schwer sein, die Grenze zur Beleidigung wirklich sich weit fern davon zu halten. Und deshalb gibt es hier in diesen Situationen natürlich eine etwas andere Abwägung. Ist natürlich auch kein Freibrief wiederum, wenn Ihnen Seminarvortrag nicht gefallen hat, dass Sie dann die Person, die diesen Vortrag gehalten hat, in Grund und Boden kritisieren. Das natürlich dann nicht. Oder wenn Sie beispielsweise vor Gericht oder sonst wie in rechtlichen Auseinandersetzungen oder in einer Auseinandersetzung im täglichen Leben, ohne dass da ein Gericht oder etwas dabei ist. Wenn Sie da Ihre Rechte wahrnehmen wollen, dann ist halt, gerade weil es auch häufiger mal ein bisschen hitzig wird, ist die Grenze zur Beleidigung manchmal nicht mehr so ganz fern. Und aufgrund dieser Erfahrung aus der Lebenswirklichkeit sieht man da im deutschen Rechtssystem die Abwägung ein bisschen anders als in anderen Situationen. Solche Sachen sind ähnlich wie tadelnde Urteile, eben der erste Punkt, jetzt dieser dritte Punkt auch. Ja, man muss halt auch Tacheles reden dürfen. Ja, man muss halt diese Dinge auch benennen dürfen. Und manchmal ist es schwierig,
wenn nicht unmöglich, die Dinge einfach so zu benennen, ohne dass man dem Menschen irgendwelche despektierlichen Charaktereigenschaften attestiert oder so etwas. In manchen Fällen ist es sogar die Aufgabe, Charaktereigenschaften des Menschen zu benennen, die man da kritisiert. Und das geht dann, wenn es negative Charaktereigenschaften sind, dann ist man ganz schnell bei der Beleidigung. Ja? Und sowas muss natürlich weiterhin möglich sein. Also ein Freibrief ist das natürlich nicht. Sie dürfen nicht einfach jetzt ihrer Fabulierungskunst freien Lauf lassen, sondern sie müssen dann schon die Grenzen wahren, soweit das möglich ist. Also immer noch sachlich bleiben, immer noch beim Sachthema bleiben, immer noch keine Aussagen über die andere Person treffen, die nicht durch das sachliche Thema gerechtfertigt erscheinen und so weiter. Also das, was man eigentlich als, früher hätte man gesagt, als wohlerzogener Mensch eigentlich sowieso tut. So, weitere Einschränkungen. Also Sie sehen, da hat man sich sehr viel Mühe gegeben, beziehungsweise im Laufe der Zeit hat sich da eine Rechtsprechung und auch teilweise eine Gesetzgebung herausgebildet, die das ganze Thema Beleidigung doch sehr differenziert sieht. Zunächst einmal, wenn es zum Beispiel um politische Themen geht, ja, um die politischen Themen unserer Zeit jetzt, beispielsweise Ukraine oder Klimawandel und die verschiedenen Protestformen gegen den Klimawandel oder was auch immer, dann kehrt sich das sozusagen um. Es wird nichts als, eben hatten wir bisher gesehen, es wird alles, was bestimmte Form hat, als Beleidigung gesehen, außer in gewissen Ausnahmen. Hier kehrt sich das sozusagen um. Es wird alles erstmal nicht als Beleidigung gesehen, außer in gewissen Ausnahmen. Das heißt also, auch wieder natürlich der Realität geschuldet, es darf einem auch mal das ein bisschen wenigstens das Wort ausrutschen, wenn man beispielsweise eine öffentliche Rede auf einer Veranstaltung hält oder etwas. Und wenn man da irgendwelche frechen Fragen bekommt, dann darf man auch mal frech antworten. In gewissen Grenzen, die wir jetzt uns anschauen. Beziehungsweise die Grenze hat einen Namen, nämlich Schmähkritik oder auch, vor allem wenn es wörtlich ist oder schriftlich, auch, glaube ich, auch Schmährede. Was ist das? Also, wenn wirklich, egal wie man es dreht und wendet, also das ist eine sehr, sehr eingeschränkte Ausnahme, ja. Wenn wirklich nicht ein Sachzusammenhang mit dem Thema sinnvoll herstellbar ist, dann ist das eine Schmährede oder eine Schmähkritik, ja. Sie dürfen einen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin Faschist nennen, solange Sie noch da irgendeinen, wie auch immer gearteten, wie auch immer an den Haaren herbeigezogenen Sachzusammenhang haben, ja, Verhalten in dieser oder in jener politischen Frage oder so etwas, ja. Also, Sie müssen schon sehr, sehr sich praktisch völlig entfernen von der Sache, um die es geht. Damit das dann wirklich als eine Beleidigung, als eine Schmährede bzw. Schmähkritik aufgefasst wird, sollte sie für sie natürlich, wie für mich auch und für ihre Schülerinnen und Schüler dann auch, nicht der Freibrief sein, jetzt wieder die Grenzen auszuloten, selbstverständlich. Also dieser Sachbezug muss fehlen. Wenn Sie jetzt einen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin einfach so aus Lust und Laune heraus Faschist nennen, ohne dass auch nur der geringste, ohne dass Sie das irgendwie einbetten, ohne dass es das irgendwie eingebettet ist in einen sinnvollen Sachbezug, dann ist das sicherlich eine Schmährede. Wichtig ist aber, Sie müssen nicht recht haben mit Ihrem Sachbezug, ja. Wenn Sie einen Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin Faschist nennen, weil die Person sich da und da in der politischen Frage falsch verhält, dann ist das immer noch von der Meinungsfreiheit gedeckt, selbst dann, wenn diese Person sich objektiv richtig verhält.
was immer objektiv richtig verhalten sein mag. Also wenn die Geschichtsschreibung nach 100 Jahren feststellt, das, was der Bundeskanzler da gemacht hat, war doch das Richtige. Ja, also Sachbezug heißt nicht sachlich richtig. Ja, sonst wäre natürlich die Meinungsfreiheit völlig ausgehebelt, wenn sich ein Gericht erdreistet zu entscheiden, was sachlich richtig und was nicht sachlich richtig ist. Also dann wäre unsere ganze Demokratie letztendlich ausgehebelt. So, es gibt hier eine weitere Grenze. Ich habe es jetzt nicht konkret erwähnt, aber Sie haben sicherlich auch mitgedacht, dass es hier jetzt eher um Individuen ging. Und die Frage ist, was mit Kollektiven ist. Zunächst mal sind sie Kollektive nicht beleidigungsfähig. Man muss aber aufpassen, wenn Sie ein Kollektiv beleidigen, dass das dann nicht eben als Beleidigung für einzelne Mitglieder gewertet wird. Es gab da mal so vor einigen Jahren einen klassischen Fall. Da hatte jemand an seinem Auto einen Aufkleber ACAP, Sie kennen das, All Cops Are Bastards, dran aufgeklebt. Und das alleine ist noch durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Aber er hat eine Polizistin darauf nochmal explizit aufmerksam gemacht und hat damit dann den Straftatbestand der Beleidigung erfüllt, weil sie als Person jetzt damit beleidigt war. Dadurch, dass er sie da noch sozusagen mit reingezogen hat. So, wenn das Kollektiv überschaubar ist, also wenn Sie drei Leute haben, dann und Sie beleidigen die als Kollektiv, dann ist das den einzelnen drei Leuten zurechenbar und dann haben alle drei tatsächlich auf strafrechtlichen Grund sich beleidigt zu fühlen. Ja, das so klein und überschaubar muss es nicht sein. Oder eben, Sie richten die Beleidigung an Einzelne. Das ist das Beispiel mit dem, was ich eben hatte mit dem Autoaufkleber. Oder dass, wenn Sie drei Polizisten da haben, wenn es nicht eine Polizistin nur gewesen wäre, dann wäre das und der Eigentümer des Autos, der den Aufkleber draufgepappt hat, hätte alle drei darauf aufmerksam gemacht, wäre, auch wenn es ein Kollektiv ist, diese drei Leute natürlich immer noch eine Beleidigung. So, was noch? Sie sehen überschaubares Kollektiv. Ich habe jetzt eben von drei Personen gesprochen. Also als überschaubares Kollektiv werden viel, viel größere Kollektive tatsächlich betrachtet. Das ist ein interessanter Fall hier, die sich im Dienst befindlichen Soldaten der Bundeswehr. Ich meine, es war in den 80er Jahren. Da ging es um den Spruch, um einen Aufkleber, den viele Leute sich angepappt haben. Alle Soldaten sind Mörder. Und die Frage war, was ist das? Ist das durch die Meinungsfreiheit gedeckt oder ist es Beleidigung oder gar Volksverhetzung? Und es ist zumindest nach unserem heutigen Rechtsverständnis keine Beleidigung, weil es alle Soldaten der Welt heute und in der Vergangenheit und in der Zukunft sind nicht in diesem Sinne ein überschaubares Kollektiv. Aber diejenigen, die jetzt gerade ihren Dienst ableisten, und zwar in dieser einen konkreten Armee der Bundeswehr, sind in diesem Sinne ein überschaubares Kollektiv. Ah, Moment, ich sehe da eine Handhebung. Ich hoffe, ich habe das nicht zu lange übersehen. Nee, alles gut. Und zwar stellt sich mir die Frage, inwiefern das zur Schmähkritik gezogen zählen könnte. Ja, zur Schmähkritik. Schmähkritik ist erstmal relevant bei öffentlichkeitswirksamen Themen, ja, bei den Themen der Zeit, Ukraine-Krieg oder Klimawandel, Protestformen gegen den Klimawandel und so weiter. Das ist erstmal von vornherein eine Eingrenzung bei der Schmähkritik. Und der zweite Punkt ist halt, also sonst greift das Wort Schmähkritik gar nicht. Und ansonsten muss es halt ohne jeden Sachbezug sein. Wenn man und das dann erst greift der Begriff Schmähkritik. Habe ich Ihre Frage damit beantwortet? Noch nicht so ganz, und zwar im Sachbezug könnte man ja jetzt relativ leicht argumentieren, wäre ja gegeben. Also es wäre eine durchaus nachvollziehbare Aussage, das Beispiel, Ja das Sie eben gut. genannt haben. Also wir sind jetzt dann wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht versuchen, die Arbeit der Gerichte zu erledigen.
Das können wir nicht. Ich bin auch kein Volljurist. Ich muss, darf mich da auch nicht zu weit vorwagen. Letztendlich, wenn Sie in solche Detailfragen kommen, wo jetzt die Grenze ist, dann muss man halt die geltende Rechtsprechung bzw. die Kommentare zu Rate ziehen zu diesem konkreten Punkt. Vor allem, wobei das insbesondere dann überhaupt erst sinnvoll möglich ist, wenn Sie wirklich einen konkreten Fall haben und sich die Frage stellt, wo Sie diesen konkreten Fall einordnen. Also da muss ich und möchte ich auch die Antwort ab einer gewissen Grenze schuldig bleiben. Wo jetzt genau die Grenze ist, das ist auch fließend. Ich meine, die Rechtsprechung ist ja immer noch nicht abgeschlossen. Die geht ja immer noch weiter. Ist das soweit okay, die Antwort? Ja, vielen Dank. Okay, gut. So, also ziemlich weit gefasst. Die Bundeswehr als Ganzes, also als Einheit, Religionsgemeinschaften, egal ob sie jetzt öffentlich-rechtliche, ja gut, also zumindest öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften, wie es mit nicht verfassten, also mit informellen Religionsgemeinschaften ist, müsste man dann entsprechend sehen. Das ist sicherlich auch wieder von Fall zu Fall eine Abwägungssache. Hier war nochmal das Beispiel, was ich eben schon vorweggenommen habe. Oh, Grenzen der Meinungsfreiheit. Wir sind jetzt fertig mit Beleidigung. Beleidigung hat zunächst mal nichts mit Tatsachenbehauptungen zu tun. Ja, wenn jemand behauptet, die und die Person wäre ein Schwein oder ein Loch oder keine Ahnung was, dann ist das natürlich nicht zu werten als eine Tatsachenbehauptung, ja, sondern es ist einfach nur eben nur eine Beleidigung. So, jetzt kommen wir zu einer anderen Form der Einschränkung von Meinungsfreiheit, strafgesetzlich bewährt, in der es um Tatsachenbehauptung geht. Also Beleidigungen können Tatsachenbehauptungen enthalten, aber das ist nicht die Essenz einer Beleidigung, dass sie Tatsachenbehauptungen enthält. Und man muss, also zum Beispiel den Mittelfinger zu zeigen, enthält ja auch keine Tatsachenbehauptung. Wie soll die denn aussehen? Also Beleidigung hat zunächst mal nichts mit Tatsachenbehauptungen zu tun. Dafür gibt es andere Paragraphen im Strafgesetzbuch. So, was sind erstmal Tatsachenbehauptungen? Ja, da sind wir eigentlich ziemlich nah an dem, was wir auch in der Wissenschaft so betrachten. Da haben wir es ja auch laufend mit Tatsachenbehauptungen zu tun. Was ist eine Tatsachenbehauptung? Das ist etwas, wo man zunächst mal theoretisch beweisen oder widerlegen könnte, dass diese Aussage stimmt. Ja, also eine Aussage über die Welt, über eine Person oder über sonst etwas. Ja, wenn ich die Behauptung aufstelle, die Sonne wird morgen nicht im Osten, sondern im Westen aufgehen, dann ist das eine Tatsachenbehauptung. Denn sie könnte theoretisch und ab morgen sogar praktisch durch Fakten bewiesen oder widerlegt werden können. Ich nehme mal an, dass sie morgen widerlegt wird. Ja, aber es ist erstmal die Aussage, morgen geht die Sonne, und auch die Aussage, heute ist die Sonne im Westen aufgegangen und nicht im Osten, ist eine Tatsachenbehauptung, die aber, denke ich mal, leicht jetzt schon um diese Uhrzeit widerlegt werden könnte. Ja, also Tatsachenbehauptungen müssen nicht wahr sein. Ja, es gibt Tatsachenbehauptungen sind Aussagen, die wahr oder falsch sein können. Ja, so etwas. Person X ist ein Schwein. Das ist keine Tatsachenbehauptung, weil das Wort Schwein eben nicht entsprechend, also weil man gar nicht auf die Idee kommt, das als wahr oder falsch anzusehen. So, und dementsprechend das ist der wichtige Punkt, ja, und ein Unterschied zwischen Tatsachenäußerungen und Meinungsäußerungen. Wenn ich sage, ich finde nicht, dass wir beim Thema Klimawandel so und so vorgehen sollten, dann ist das eine Meinungsäußerung. Wenn ich sage, wenn wir so und so vorgehen, dann wird Deutschland ins Chaos gestürzt, dann ist das eine Tatsachenbehauptung, die theoretisch zumindest heute schon und praktisch dann vielleicht auch irgendwann mal bewiesen oder widerlegt werden könnte. So, natürlich widerspricht sich Tatsachenbehauptung nicht mit Beleidigung. Ein und dieselbe Aussage kann sowohl eine Tatsachenbehauptung, wenn sie ehrenrührig ist, dann auch eine Beleidigung sein, wenn man gegenüber der Person selbst
dies geäußert hat. Ja, wenn man der Person diese Tatsachenbehauptung als Beleidigung an den Kopf geschmissen hat. Und wenn es gegenüber anderen geht, darum wird es jetzt weitergehen. Beleidigung haben wir ja abgeschlossen. Gibt es zwei Straftatbestände? Einerseits die üble Nachrede, zum anderen die Verleumdung. Also Sie sehen, Beleidigung ist typischerweise so, dass Sie das der Person, die Sie beleidigen, irgendwie an den Kopf schmeißen. Und sei es auch nur durch Öffentlichmachung, dass sie beispielsweise auf ihrem Kanal in den sozialen Medien dann irgendwas über andere Leute oder über überschaubare Kollektive dann verbreiten. Aber wenn sie beispielsweise im stillen Kämmerlein gegenüber anderen etwas Despektierliches über eine Person sagen, nur als Beispiel der stille Kämmerlein, dann greifen da andere Paragraphen, die üble Nachrede und die Verleumdung, die auch ähnlich stark strafbewehrt sind. So, worum geht es da? Was ist die üble Nachrede und was ist der Unterschied zur Verleumdung? Die Behauptung ist nicht erweislich wahr. Das ist die Formulierung. Das heißt, Sie werden aufgefordert, zu beweisen, was Sie da behauptet haben. Ja, wenn Sie zum Beispiel sagen, Person X ist ein Mörder oder muss ja nicht gleich Mord sein, ist ein Einbrecher oder weiß nicht was, wäscht sich nie die Hände oder was immer man Despektierliches über eine Person sagen kann. Dann werden Sie potenziell aufgefordert, das auch zu beweisen. Ja, spätestens vom Gericht, wenn die Person, über die Sie das geredet haben, Sie vor Gericht zerrt. Und wenn Sie das dann nicht schlüssig beweisen können, dann ist das ein Fall von übler Nachrede. Ja, das heißt, es geht nicht um die Frage, ob es stimmt oder nicht stimmt bei der üblen Nachrede. Es geht nicht darum, ob die Person sich wirklich nie die Hände wäscht, sondern es geht nur um die Frage, ob Sie es beweisen können. Was ja auch sinnvoll ist, das ist ja generell wahr und falsch, ist das eine in der Rechtsprechung, wie übrigens auch in der Wissenschaft, nicht? Und beweisbar oder nicht beweisbar ist dann das andere. Und aus praktischen Gründen kann man nie über wahr oder falsch eigentlich wirklich reden, sondern über beweisbar und nicht beweisbar. So. Ja, also schon bei der üblen Nachrede, die noch die schwächere der beiden Formen ist, werden wir gleich sehen, können Sie also schon im Wiederholungsfall, in besonders krassen Fällen, dann bis zu einem Jahr ins Gefängnis kommen. Der krassere Fall ist die Verleumdung. Im Bereich Informatik bietet es sich an, hier ein Wortspiel zu machen. Um sich das auch zu merken vielleicht. Üble Nachrede heißt, Behauptung ist nicht erweislich wahr. Verleumdung heißt, Behauptung ist erweislich nicht wahr. Also nicht und erweislich vertauscht, was letztendlich bedeutet, dass das nicht, die Negation, sich nicht mehr auf erweislich, sondern auf wahr bezieht. Ja? Wenn Sie eine Aussage treffen, eine despektierliche Aussage über eine Person, ja, wäscht sich nie die Hände. Und Sie hätten wissen müssen, ja, allein weil Sie eben gerade neben der Person am Waschbecken gestanden haben und gesehen haben müssten, dass sie sich die Hände wäscht. Ja, also, dass Sie dann einen Tunnelblick haben, ist dann in so einem eindeutigen Fall sicherlich keine Ausrede. Ja, entweder Sie wissen es, aber da man ja nun mal normalerweise nicht beweisen kann, ist, dass jemand etwas weiß, greift man auf das Rechtskonstrukt zurück, dass Sie es hätten wissen müssen. Ja, das ist an vielen Stellen, sowohl im deutschen Recht als auch in anderen Rechtssystematiken so, Sie hätten es wissen können, wissen müssen, also zählt das genauso viel, als wenn Sie es gewusst haben. Und da sehen Sie den Unterschied bei übler Nachrede. Nicht erweislich wahr kann es Sie höchstens bis zu einem Jahr treffen, erweislich nicht wahr kann Sie bis zu 2 Jahren treffen. Oh, und jetzt kommen wir dann noch zu dem sicherlich ja, politisch relevantesten Formen der Einschränkung der Meinungsfreiheit, nämlich Volksverhetzung. Auch das ist etwas, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass Sie als Lehrkraft nie in die Situation kommen, dass Sie dessen verdächtigt werden. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass Sie sich nie zu irgendeiner Aussage her
hinreißen lassen, sei es über Juden oder über Palästinenser, sei es über keine Ahnung was, über Leute mit Behinderungen oder ähnliches, aber wo sie vielleicht auch mithelfen sollten, auch wenn es wieder nicht unbedingt in die Informatik reingehört, aber sie sind diejenigen, die sozusagen in Verbindung stehen mit dem heutigen typischen Hilfsmittel, den Smartphones, Tablets und den sozialen Medien, über die solche Straftaten begangen werden, auch von Jugendlichen. Dass sie da vielleicht nochmal versuchen, eine besondere Verantwortung walten zu lassen. So, worum geht es jetzt konkret bei Volksverhetzung? Um Hass aufstacheln, also gut, ich glaube, das ist klar, was das heißt. Tod allen XYs oder jagt die XYs ins Meer oder nehmt ihnen ihren ganzen Besitz weg oder was auch immer. Die XYs sind Untermenschen, wie immer das heißen mag, zum Hass aufstacheln oder Gewalt- und Willkürmaßnahmen. Ja? Also kill all cops, was man ja auch schon mal als Aufkleber irgendwo liest, das wird vermutlich als, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig natürlich garantieren, weil ich kein Volljurist bin und auch nicht in dieser speziellen Materie drinstecke, das wird dann vermutlich als Volksverhetzung wegen Aufstachelung zu Gewaltmaßnahmen oder Willkürmaßnahmen, jagt alle XYs aus den Universitäten, entfernen sie alle aus den Universitäten oder so etwas. Ja, das würde man wahrscheinlich als typische Willkürmaßnahme verstehen. Also Sie sehen, dass das so ein bisschen die Lücke schließt, die wir bei der Beleidigung gelassen haben. Bei der Beleidigung hatten wir die Lücke, dass unüberschaubare Kollektive nicht beleidigungsfähig sind oder höchstens einzelne Personen, wenn die Beleidigung auf die einzelne Person oder einzelne überschaubare Teilkollektive beziehbar ist. Hier ist es sozusagen das Gegenstück, hier geht es doch mehr um doch unüberschaubare Kollektive, typischerweise. Nicht immer, also man kann auch Volksverhetzung machen, indem man gegenüber schaubare Kollektive hetzt. Aber hier sind auch die unüberschaubaren Kollektive mit gemeint. Insbesondere solche Gruppen. Genau diese Gruppen, eigentlich auch die in § 3 des Grundgesetzes gleich vor dem Gesetz sein sollen. Ja, das ist aber noch ein wichtiger Punkt dabei. Also nicht jede Äußerung irgendwelcher Art wird unbedingt gleich als Volksverhetzung verurteilt, sondern es muss wirklich einen gewissen Effekt, eine Wirkung potenziell wenigstens haben. Es muss befürchtet werden können, dass es eine Wirkung tatsächlich hat. Ja, also das heißt, wenn Sie im Hinterzimmer einer Kneipe am Stammtisch da irgendwelche volksverhetzenden Parolen schmettern, dann ist das eine andere Situation, als wenn dieser Stammtisch vorne im allgemeinen Gastbereich ist. Und eine völlig andere Situation ist es, wenn Sie auf einer Tribüne bei einer großen Demonstration sind und da dasselbe sagen. Ja? Weil der Grad an Störung des öffentlichen Friedens eine wichtige Rolle dabei spielt, wie eine Äußerung einzuordnen ist. So, und ja, Sie sehen, also bis jetzt hatten wir als Highlight 2 Jahre. Sie sehen also, dass es den Gesetzgebern, den Schöpfern des Strafgesetzbuches und seiner Vorgänger so wichtig, dass sie da gleich 5 Jahre im Extremfall geben. Aber da muss natürlich schon viel passieren, nicht? Auch vor dem Hintergrund, was in Deutschland so vor der Bundesrepublik Deutschland so alles passiert ist, ist das sicherlich so hart strafbewehrt gewählt worden. So, wie geht's weiter mit Volksverhetzung?
Bei Verbreitung von Schriften ist es dann immerhin bis zu 3 Jahre. Absatz 3 und 4 beziehen sich ganz konkret auf den Nationalsozialismus, was ja jetzt in Deutschland sicherlich nicht überraschend ist. Es wird interessant sein zu sehen. Ich meine, der Nationalsozialismus wird ja immer mehr Vergangenheit. Ja, also ich bitte Sie, diese Aussage nicht misszuverstehen, aber rein rechnerisch wird es immer mehr Vergangenheit. Wie sich dann dieser Punkt dann im Laufe der nächsten Jahrzehnte ändern wird, wenn es keine Opfer und keine Täter, keine lebenden Opfer und keine lebenden Täter mehr geben wird. Und wenn die Rolle des Nationalsozialismus, so wie ich sehe, im Laufe der Jahrzehnte auch in den allgemeinbildenden Schulen, im Geschichtsunterricht doch anscheinend weniger wird, was ich jetzt nicht kommentieren möchte, nicht bewerten möchte, wie sich das dann an dieser Stelle weiterentwickelt. Ich finde das ganz interessant, mal vielleicht nur ganz kurz zu sagen, wenn jemand heute in diesem Jahr 18 wird, also im Jahr 2005 geboren wurde, nicht, dann liegt das Ende der Nazi-Zeit 60 Jahre zurück. Wenn ich von meinem Geburtsdatum aus 60 Jahre zurückschaue, bin ich in der späten Kaiserzeit. Das heißt also, ich als jemand, für den das Thema Nationalsozialismus noch in vielerlei Hinsicht sehr präsent ist, weil mir einfach auch Opfer, Täter, Mitläufer und alles ganz normal in verschiedenen Kontexten begegnet sind und weil das Thema Nationalsozialismus auch in der Schule und auch in dem öffentlichen Bewusstsein, in den Medien eine größere Rolle gespielt hat als heute. Ich muss mir dann klar machen, dass es ein ganz, ob gut oder schlecht, dass es ein ganz natürlicher Ablauf ist, dass für heutige Volljährige, die in diesem Jahr wahlberechtigt werden, der Nationalsozialismus genauso weit zurückliegt wie für mich die späte Kaiserzeit. Ist schon ein bisschen merkwürdige Vorstellung. Gut, also, aber das ist die Rechtslage, wie sie jetzt gerade ist. Also, das ist natürlich eine problematische Sache, nicht? Weil es ist eigentlich ein Fremdkörper im Rechtssystem und auch in unserer eigentlichen Vorstellung von Tatsachen und so weiter, ja. Wenn man leugnet, dass Julius Cäsar Millionen von Galliern auf dem Gewissen hat, dann ist das halt eine Geschichte, historische, eine Auseinandersetzung zwischen historischen Sichtweisen. Ja, die einen belegen das so und die anderen belegen das so. Aber gerade für die jüngeren Leute jetzt, für die der National, die eben nicht wie ich Zeitzeugen kennengelernt haben, die auch Zeitzeugen ich habe auch Zeitzeugen, Leute kennengelernt, die in der Weimarer Republik Erwachsene schon waren. Ja, für mich sind einfach einige Dinge viel, viel selbstverständlicher, klarer, als sie sein können für junge Leute heute. Erst recht für diejenigen, die noch keine 18 sind, also für ihre Schüler und Schülerinnen zum Großteil. Ja, also für die stellt sich letztendlich, muss man leider zugeben, die Frage ganz anders, ob das Ganze, wie die NS-Diktatur zu bewerten ist und ob das Ganze überhaupt so stattgefunden hat, wie es in den Geschichtsbüchern steht. Ja, ich will mir das nicht zu eigen machen, dezidiert nicht, da irgendetwas zu leugnen oder anders zu bewerten, ja, aber die Frage wird sicherlich noch im Laufe der nächsten Jahrzehnte virulent werden, ob das wirklich so ein herausgehobener Punkt sein wird in der deutschen Vorstellung, dass die Frage, ob alles so stattgefunden hat, wie es in den Geschichtsbüchern ist, ob das wirklich alles so war, also Holocaustleugnung ist das Stichwort, nicht? Also wir werden das noch kritisch zu begleiten haben. So, da bin ich mit dem Thema Volksverhetzung auch schon durch. Wie immer, also versuchen Sie auf der sicheren Seite zu sein, versuchen Sie auch
ihre Schüler und Schülerinnen auf der sicheren Seite zu halten, nicht die Grenzen der Meinungsfreiheit ausloten, nicht gucken, was man, ob das, was man, keine Sachen sagen, wo man sich nicht wirklich sicher ist, ob dass das noch auf der hellen Seite und nicht auf der dunklen Seite ist. So, für Sie als angehende Lehrkräfte ist natürlich das Thema Jugend wichtig. Das sind zwei Punkte. Das eine ist der Schutz der Jugend. Das Jugendschutzgesetz hat teilweise zu tun mit den Grenzen der Meinungsfreiheit. Natürlich fällt unter Jugendschutz auch so Sachen wie Abgabe von Alkohol und Ähnlichem. Was uns angeht hier in der Informatik, ist insbesondere natürlich wieder mediale Inhalte. Wenn Sie mal in den letzten Jahren was auf YouTube hochgeladen haben, beispielsweise, dann wissen Sie, dass Sie da gefragt werden, ob der Inhalt speziell für Kinder ist. Also ich habe nicht ausprobiert, was passiert, wenn man da ein Ja angibt, aber immerhin, das wird so abgefragt. Also viele Sachen haben ja eine offizielle Altersfreigabe, zum Beispiel Videos oder Spiele. Da sind Sie natürlich nur dann auf der sicheren Seite, wenn Sie diese offizielle Altersfreigabe, auch wenn es eine FSK, eine freiwillige Selbstkontrolle ist, sind Sie sicherlich erstmal nur auf der sicheren Seite, wenn Sie, ja, genauso wie, also irgendwelche Inhalte, die erst ab 18er erlaubt sind, an Kinder zu geben, wird dann wahrscheinlich ähnlich behandelt werden, wie wenn Sie Alkoholiker, also scharfe Alkoholiker, Branntwein an Kinder geben. Oder zumindest, wenn Sie keinen Grund haben zu argwöhnen, dass das nicht ein geeignetes Infoprogramm oder Lehrprogramm ist. Eben auch solche Sachen wie Computerspiele darf man nicht vergessen, dass das mit eingeschlossen ist. So, mehr brauchen wir, also das Ganze ist hier natürlich nur ein Überblick. Ich kann hier nur einen Überblick geben. Es ist ja nur ein Unterthema von einem Unterthema dieser Vorlesung. Und eigentlich geht es ja in der Fachdidaktik-Vorlesung gar nicht so mal primär um rechtliche Aspekte. Deshalb gebe ich hier überall nur einen gewissen Einblick. Das Ziel soll sein, ein erstes Wissen bei Ihnen zu verankern, vor allem durch die Vorbereitung auf die mündliche Prüfung, dann mehr als durch die Vorlesung selbst, nicht? Und aber auch eine gewisse Sensibilisierung dafür zu schaffen, worauf Sie bei sich selber, insbesondere in der Schule, in der täglichen Arbeit in der Schule und worauf Sie auch bei Ihren Schülerinnen und Schülern achten sollten. So, Cybermobbing, dazu noch ein paar Worte. Gibt keinen eigenen Straftatbestand Cybermobbing im deutschen System. Sexuelle Belästigung gibt es in verschiedenen Formen, natürlich in Handgreifen, in Form von Tätlichkeiten, aber auch in Form von in sozialen Medien beispielsweise, ist bisher noch kein eigener Straftatbestand. Wird möglicherweise sich irgendwann mal ändern, dass es da einen eigenen Straftatbestand dazu gibt. Bestrebungen dazu gibt es ja, aber momentan ist es tatsächlich nur als Beleidigung strafbar, wird aber sicherlich vor Gericht als besonders schwere Form der Beleidigung dann angesehen werden. So, was fällt noch so alles unter Cybermobbing? Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Das haben wir jetzt ausgelassen, dass Sie einfach, wenn jemand sich Ihnen anvertraut, dass Sie das einfach weitergeben an andere, ohne gefragt zu haben. Ist natürlich besonders böse, wenn Sie das dann auch noch mit sarkastischen Kommentaren begleiten oder ähnliches. Aber allein schon das Weiterreichen, machen Sie sich das klar. Wann immer Sie eine E-Mail ungefragt weiterleiten an jemand anders, haben Sie eigentlich schon eine Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes begangen. Im Normalfall ist das nicht so problematisch, aber im Einzelfall kann das schon sehr problematisch werden, ja, gerade wenn es um vertrauliche Dinge geht. Nachstellung, ja, Stalking ist das neudeutsche Wort dafür, nicht? Nötigung, das wird dann schon ganz böse. Nötigung ist eine ganz böse Sache. Also, wenn Sie wegen Nötigung verurteilt werden, dann ist das Strafmaß schon typischerweise schon schmerzhaft. Und ja, wenn Sie jemanden nötigen, zum Beispiel,
wenn du mir jetzt nicht so und so artige Bilder von dir schickst, dann mache ich das und das, ja, also dann sage ich, dann erzähle ich anderen das und das über dich oder solche Sachen. Da ist man ganz, ganz schnell bei der Nötigung. Also da sollten Sie auch versuchen, Ihre Schüler und Schülerinnen besonders stark zu sensibilisieren, wie schnell man da die Grenze zu einem wirklich empfindlich strafbewährten Straftatbestand dann überschreitet. Auch finanzielle Konsequenzen. Ja, wenn wir reden hier nur über strafrechtliche Sachen eigentlich. Mal eine Aber Frage. ja. Wie unterscheidet sich jetzt Nötigung zur Erpressung oder ist es jetzt einfach nur ein Synonym? Gute Frage. Müsste ich noch mal genau schauen. Also Erpressung ist schon ein eigener Bestand. So, ich habe jetzt einfach mal das getan, was Sie auch hätten tun können, nämlich mal kurz gesucht. Ich nehme jetzt das Erste, was ich finde, nehme ich jetzt einfach mal, ohne nachzuprüfen, ob es wirklich der Tatsachen entspricht. Die Gemeinsamkeit beider Delikte besteht darin, dass der Täter eine andere Person durch Gewalt und oder Drohung zu einem bestimmten Verhalten zwingen will. Anders als bei einer Nötigung gibt es bei einer Erpressung jedoch immer eine Gewinnabsicht. Das ist erstmal der Punkt. So, woraus habe ich das zitiert? Ich sollte jetzt Urheberrecht nicht. Also es ist von Google irgendwie zusammengesammelt, ohne dass Google hier. Nee, doch. Verivox. Themennötigung, da ist es hergekommen. So, also Sie sehen, eigentlich sind die beiden, Sie haben voll und ganz recht, die beiden sind eng miteinander verwandt. Ich hatte jetzt auch nicht parat, worin genau der Unterschied besteht, aber wir reden dann zusätzlich von Erpressung, wenn eine Gewinnabsicht dabei ist. Also wenn du mir nicht das und das, wenn du mir nicht 10.000 Euro gibst, dann, oder wenn du mir nicht deine tollen Markenschuhe gibst, dann mache ich das und das. Ist damit die Frage beantwortet? Ja, danke. Okay, gut. Aber ich muss gestehen, ich musste da jetzt auch, oder ich war mir nicht so sicher, dass ich da dass ich die Frage auch ohne Nachschauen beantwortet hätte. So. So, aber hier der Punkt ist der, wir reden jetzt eigentlich über Strafrecht, aber damit verbunden sind häufig auch zivilrechtliche Ansprüche. Ja, wenn Sie einen bezifferbaren Schaden haben oder wenn Sie irgendwas falsch machen und jemand anders hat einen bezifferbaren Schaden daraus, ja, auch im täglichen Leben eine Brille kaputt machen oder und sei es auch nur durch Unachtsamkeit, ja, dass die Brille irgendwo liegt und sie packen da ein Buch drauf, ein schweres Buch oder so etwas, ja, dann ist Schadenersatz fällig. Das ist immer ein bezifferbarer Schaden, eben der Ersatz dieses Schadens. Dann für Fälle, wo es keinen bezifferbaren, sondern eher einen, ich weiß nicht, wie man sagen soll, einen psychologischen, einen mentalen Schaden gibt, eben zum Beispiel Schmerzen, dass sie einer Person Schmerzen zugefügt haben, sei es physische Schmerzen, sei es psychische Schmerzen, mentale, emotionale Schmerzen, dann kann ein Schmerzensgeld verhängt werden und natürlich nicht vergessen, bei all diesen Sachen, wenn sie verurteilt werden, egal ob im strafrechtlichen oder im zivilrechtlichen Bereich, sie werden dann die Verfahrenskosten zu tragen haben. Das heißt auch die Kosten der gegnerischen Seite im normalen Maßstab. Gut, wir sind aber in den rechtlichen Sachen noch nicht fertig. Jetzt kommen wir doch ein bisschen ins Zivilrecht rein. Urheberrechte. Zivilrecht heißt, dass immer die Klärung, zwei Parteien streiten sich über ein Gut, über Geld oder über ein Grundstück oder über was auch immer oder über ein Recht, das sie ausüben können.
Und die Frage vor Gericht ist dann, wer bekommt dieses Recht? Oder vielleicht gibt es auch manchmal häufig auch Kompromisse. Vergleich heißt es dann da im Zivilrecht. So ein Kompromiss. So, Urheberrechte ist so ein Beispiel dafür, für zivilrechtliche Probleme auch in Schulen etwa, das passt, oder beziehungsweise bei Schülerinnen und Schülern, natürlich insbesondere auch außerhalb der Schulen. Kann Ihnen auch passieren, wenn Sie Lehrmaterial zusammenbasteln, dass Sie dann Urheberrecht verletzen. Deshalb ist das sicherlich ein sehr wichtiges Thema. Nicht nur für Informatik, nicht nur für das Fach Informatik, sondern darüber hinaus auf jeden Fall sehr wissenswert, damit Sie selbst nicht aus Versehen oder durch Unbedachtheit solche Rechtsverletzungen begehen. Eben nicht Verletzung des Strafrechts wie bisher, sondern Verletzung der Rechte anderer. Verletzung der Rechte, also eben der Urheberrechte beispielsweise. Und oder dass eben auch ihre Schüler und Schülerinnen, die ja sehr schnell geneigt sind, zum Beispiel irgendwas zu teilen und dann sich auch beteiligt haben an der Urheberrechtsverletzung. So, was sind denn eigentlich urheberrechtlich geschützte Artefakte? Das sind zum Beispiel solche Sprachwerke, auch eine Rede, die Sie irgendwo halten, auch ein Computerprogramm. Der Quelltext ist ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Musikalische Werke, ja, das muss nicht unbedingt nur eine Aufnahme sein, eine Tonaufnahme. Das kann auch beispielsweise eine Komposition sein, eine Partitur sein, ein Arrangement sein und so weiter. Schritt weiter, auch wenn es um Tanz beispielsweise geht, auch Choreografien sind urheberrechtlich geschützt. Und hier solche Sachen dann entsprechend auch. Natürlich Malereien, Bildhauereien, auch Architektur, ja. Also, wenn Sie sich von einem Architekten ein Haus entwerfen lassen, dann hat dieser Architekt erst einmal das Urheberrecht daran, kann dann aber natürlich auch an Sie verkaufen oder kann einfach nur Ihnen das Recht geben, nach diesem Entwurf zu bauen und behält weiterhin das Urheberrecht an diesem Werk. So, natürlich solche Sachen wie Fotos und Videos, auch Tonaufnahmen versteht sich. Auch im wissenschaftlichen Bereich sollte man nicht vergessen, auch so komische Sachen, so normale Sachen wie technische Zeichnungen oder Pläne zum Beispiel. Ja, denken Sie an Grundstückspläne, also an Grundriss eines Hauses, also nicht eines vorhandenen Hauses. Davon den Grundriss zu nehmen, ist im Normalfall keine urheberrechtlich geschützte Sache. Aber ein Hausgrundriss zu entwerfen, dieser Entwurf ist sicherlich in der Regel urheberrechtlich geschützt. Und solche Sachen auch sogar Tabellen oder so etwas oder plastische Darstellungen. Also wenn Sie von einem neuen Prototyp erstmal eine 1 zu 10 Modell bauen oder so etwas, ist das urheberrechtlich geschützt. Also vorausgesetzt natürlich, dass das, was Sie da bauen, dann entsprechend auch das ist, was Sie bauen wollen. So, aber natürlich ist nicht alles, was wir eben aufgezählt haben, nicht jedes Artefakt, das unter diese Punkte zählt, nicht jedes Video ist wirklich urheberrechtlich geschützt, nicht jedes Foto ist urheberrechtlich geschützt. Wo ist da die Grenze? Auch hier wieder natürlich etwas, was durch Rechtsprechung schon sehr stark eingegrenzt ist, aber auch die Rechtsprechung wird niemals abgeschlossen sein. Auch die wird weiter fortentwickelt. Das heißt also, Sie sollten auch hier immer schauen, ausreichend weit weg von der Grenze zwischen Recht und Unrecht zu sein. Persönliche geistige Schöpfung, das ist bei einem Foto zum Beispiel schon sehr, sehr weit gefasst. Also in der Regel wird man ein Foto, das jemand gemacht hat, nicht verwenden dürfen. Also ein Foto wird typischerweise als eine persönliche geistige Schöpfung gesehen und nur, was weiß ich, wenn das Foto insgesamt schwarz ist, okay, ich weiß nicht, was es da für Ausnahmen gibt, dann wird es nicht als eine persönliche geistige Schöpfung gesehen. Gut, wenn etwas maschinell produziert ist, das ist natürlich jetzt ein ganz relevantes Thema.
im Zeitalter von solchen Tools wie ChatGPT, die ja maschinell produziert ist, aber auf Basis von nicht maschinell produzierten Trainingsdaten, wie es da mit dem Urheberrecht ist, inwieweit diejenigen, die die Trainingsdaten produziert haben und daran eigentlich ein Urheberrecht haben, was mit deren Rechten eigentlich ist und so weiter. Aber das ist sicherlich noch etwas, wo sich die Rechtsprechung noch erst entwickeln und festigen muss. So, es muss sich wahrnehmbar ausdrücken. Ja, also wenn Sie nur die Idee haben, ich baue ein Perpetuum mobile, dann haben Sie kein Urheberrecht an Perpetuum mobilis natürlich. Was muss das Ergebnis ausdrücken? Einen geistigen Gehalt des Schöpfers. Und wie gesagt, beim Beispiel des Fotos, das wird schon sehr, sehr weit gefasst, diese Vorstellung, was geistiger Gehalt ist oder welche Artefakte durch geistigen Gehalt geprägt sind. Eigenpersönliche Prägung, also so die Vorstellung, wenn jemand anders dasselbe versucht hätte, dass da was anderes rausgekommen wäre. Ich glaube, so kann man das gut ausdrücken. Es gibt andere Formen von Rechten, die man auch als Urheberrecht bezeichnen könnte. Das ist Patentrecht. Das betrachten wir hier nicht. Gerade in Informatik sind Patente jetzt nicht so zentral wie wie in den ingenieurswissenschaftlichen Bereichen, denke ich. So, also grundsätzlich ist der Urheber, also ich übernehme die Begrifflichkeiten aus der Rechtspflege, aus der Rechtssprache. Das heißt also, die sind jetzt nicht gegendert, sondern so steht es überall in den Gesetzen, in den Kommentaren und in den Urteilen und so weiter. Der Urheber ist Rechts- oder im Plural Rechteinhaber. So, jetzt gibt es natürlich viele, viele Arbeiten, bei denen nicht nur ein Mensch da Autorenschaft beanspruchen kann. Und da ist das juristische Konstrukt in Deutschland, dass das eben, dass die zusammen eine Autorenschaft haben und sich dann sozusagen untereinander prügeln müssen, wie sie das unter sich verteilen. Also das juristisch korrekte Stichwort, unter dem Sie auch weitere Informationen dazu finden, lautet Gesamthandsgemeinschaft. Urheberrecht ist vererblich, ja. Das ist nicht bei allen Rechten, die man hat, so, ja. Aber es ist halt ein Anspruch auf Einkünfte, nicht? Vervielfältigungsrecht, Sie können Ihre Schöpfung verkaufen und alles, was so verkaufbar ist, ist typischerweise auch vererbbar. Aber hier gibt es einen Unterschied zu anderen Regeln, zu anderen Formen von Gütern, von Guthaben, nämlich der Schöpfer, beziehungsweise bei mehreren Autoren, wenn der letzte Mitschöpfer 70 Jahre tot ist, dann spricht man von Gemeinfreiheit. Das heißt also, mit dem Werk kann jeder machen, was er will. Das ist wann war das? 2015 war das ein interessanter Fall, vor 8 Jahren also. Die Urheberrechte an die Vervielfältigungsrechte, vor allem soll ich sagen, die Vervielfältigungsrechte von Mein Kampf, von Adolf Hitler, lagen beim Freistaat Bayern. Der hat das irgendwie geerbt oder wie auch immer da die Rechtskonstruktion war. Das heißt also, der Freistaat Bayern hatte die Vervielfältigungsrechte an Mein Kampf, aber eben auch nur 70 Jahre bis 70 Jahre nach dem Tod des Autors, was eben genau im Jahr 2015 passiert ist. Und seitdem darf jeder Mensch, auch in Deutschland, woanders, in irgendwelchen anderen Ländern der Welt, wo man sich um deutsches Urheberrecht nicht schert, natürlich sowieso ganz anders, aber auch in Deutschland darf jetzt jeder mit Mein Kampf machen, was er will. Damals war die Befürchtung, um Gottes Willen, jetzt werden alle möglichen Leute anfangen, Nachdrucke zu machen und wir werden überall Mein Kampf es wird wieder es wird wieder verkauft werden und alles, aber diese Befürchtung scheint sich bis heute, immerhin 8 Jahre danach, nicht bewahrheitet zu haben.
Wir müssen unterscheiden. Urheberpersönlichkeitsrecht ist nicht übertragbar. Ja, Sie sind niemand anders da. Wenn Sie etwas geschaffen haben, darf niemand sich anders sich den Schöpf als Schöpfer bezeichnen. Ja, also Sie dürfen unveräußerlich heißt, Sie dürfen nicht das Recht auf Namensnennung auf jemand an jemand anders verkaufen. Ja, Sie dürfen nicht jemanden anderes, also wenn Sie etwas geschaffen haben, sei es ein Foto beispielsweise, dürfen Sie nicht an jemand anders, können Sie nicht an jemand anders das Recht verkaufen, dass der dieses Foto unter seinem Namen publiziert. Aber was, da muss man dann eben unterscheiden, es sind die Urheberpersönlichkeitsrechte, die sind nicht übertragbar, unveräußerlich, eben aus offensichtlichen Gründen, nicht? Damit mit so. Man will nicht, dass mit Schöpfereigenschaft, mit Autoreneigenschaft Handel getrieben wird. Man möchte wissen, wer das wirklich war und nicht irgendjemand anders, der dem nur die Rechte abgekauft hat. Ja. Wir wollen nicht, dass Bücher beispielsweise unter Pseudonym, ja natürlich, aber nicht, dass sich da niemand mit fremden Federn schmücken darf und diese fremden Federn eben einfach durch Bezahlung bekommt. Verlagsrechte ist was anderes. Die sind übertragbar. Das ist das Vervielfältigungsrecht und Verbreitungsrecht. Das ist das, was ich eben gesagt habe bei meinem Kampf von Adolf Hitler. Die Urheberrechte, ganz konkret die Verlagsrechte, lagen bis 2015 beim Freistaat Bayern. Seitdem durch die Gemeinfreiheit eben nicht mehr. Und das kann eben zum Beispiel der typische Fall, Sie schreiben ein Buch. Und dann wollen das bei einem Verlag publizieren. Dann will der Verlag von ihm entweder das ausschließliche Recht der Vervielfältigung haben oder das nicht ausschließende Recht. Also typischerweise so ein Kompromiss, dass sie in gewissen Grenzen auch selber das Recht haben, ihre Texte weiter zu vervielfältigen und zu verbreiten, dass sie aus sich selber zitieren dürfen, dass sie auch in eingeschränkter Form dass sie dann auch die Texte als PDF weiterleiten dürfen und so weiter und so fort. Ja, da sind wir ganz im Zivilrecht. Weitgehende Vertragsfreiheit, was der Verlag und sie aushandeln, wobei die Verlage ja dann typischerweise in der stärkeren Position sind. So, jetzt haben wir davon gesprochen, was ist alles urheberrechtlich geschützt und welche Arten von Urheberrechten gibt es eigentlich. Jetzt ist natürlich für Sie und für Ihre Schülerinnen und Schüler besonders wichtig, was darf ich und was darf ich nicht. Natürlich dürfen Sie es kaufen, das steht außer jeder Frage, oder leihen natürlich auch. Das ist dasselbe. Ich sollte vielleicht noch leihen hier hinzufügen, neben kaufen. Zu rein privaten Zwecken dürfen Sie auch Kopien anfertigen, sonst dürfen Sie zum Beispiel niemals Sicherheitskopien anfertigen, wenn das nicht der Fall wäre. Oder eben zum Beispiel auch für Ihre Arbeit mit Schülerinnen und Schülern, dass Sie dann doch mal eine Seite oder zwei Seiten aus einem Buch kopieren. Das ist nicht für gewerbliche Zwecke und es ist auch nicht zur Veröffentlichung, sondern es passiert dann eben nur in Ihrer Klasse. Das ist dann auch keine Veröffentlichung. Raubkopien, aber selbst wenn Sie es nicht für gewerbliche Zwecke und auch nicht veröffentlichen wollen, wenn das eine Raubkopie ist, wenn Sie davon ausgehen müssen, dass es wahrscheinlich eine Raubkopie ist, dann dürfen Sie es trotzdem nicht kopieren. Das ist eine ziemlich problematische Frage gewesen, die dann aber schon lange, bevor Informatik sich breit gemacht hat, schon weit mehr oder weniger entschieden worden ist, schon im Jahr 1978. Was heißt denn eigentlich Kopien zu rein privaten Zwecken? Und das ist natürlich hier sehr verkürzt, wenn ich hier nur die Anzahl sage, aber das ist das, was Sie auch überall dann sozusagen als Faustregel finden. Typischerweise, nicht immer, aber typischerweise sind Sie auf der sicheren Seite, wenn Sie nicht mehr als 7 Kopien machen. Und typischerweise wird es brenzlig, wenn Sie mehr als 7 Kopien machen. Das ist natürlich auch nur wieder, wie üblich im deutschen Rechtssystem, als Faustregel zu verstehen. Man kann sich auch Situationen vorstellen, in denen eine Kopie reicht. Gerade heutzutage, wo alles elektronisch beliebig vervielfältigbar ist, dass Sie nur eine Kopie machen und schon das Urheberrecht verletzt haben, wenn Sie diese Kopie irgendwo ins Internet hängen und umgekehrt,
wenn sie für eine Klasse mit 20 oder 30 Schülerinnen und Schülern da, wenn sie da Kopien machen, dann werden sie typischerweise wahrscheinlich auch auf der sicheren Seite sein. So, was darf man alles noch mit Werken, die urheberrechtlich geschützt sind? Es gibt etwas im Urheberrechtsgesetz, das nennt sich das Zitatprivileg. Wenn Sie etwas zitieren wollen, ja, das muss natürlich möglich sein. Ja, sonst können wir uns das ganze Thema Zitieren sparen. Dann wird die Wissenschaft und auch die Publizistik und Journalismus und so weiter viel, viel ärmer. Ja, also wenn Sie etwas rein zum Zwecke des Zitats hernehmen, wenn Sie irgendwas herausgreifen, etwa aus einem urheberrechtlich geschützten Werk, oder wenn es sich um ganz Kleines handelt, denken Sie etwa ein kleines Gedicht mit wenigen Zeilen, wenn Sie das ganz zitieren, zum Zwecke des Zitats, dann ist das tatsächlich keine Verletzung des Urheberrechts. Vorausgesetzt, der Richter, die Richterin kommt zu dem Urteil, dass es zum Zwecke des Zitats gerechtfertigt ist. Ja, also wenn Sie völlig unmotiviert Bilder von Mickey Mouse und Donald Duck in ihre Texte reinkopieren, dann ist das sicherlich nicht zu einem besonderen Zwecke des Zitats gerechtfertigt. Aber wenn Sie eine Abhandlung schreiben über Walt Disney und seine Zeichenfiguren, und Sie haben ein Kapitel über Mickey Mouse und zeigen da ein paar Bilder von Mickey Mouse, eins zu eins entnommen aus anderen Quellen, und Sie benennen die Quellen vernünftig und so weiter, dann ist das urheberrechtlich in der Regel geschützt. Hochladen ist auch eine Form von Zitieren. Müssen Sie aufpassen. Also es fällt unter das Zitatprivileg, aber auch unter die Grenzen des Zitatprivilegs. So, was geht nicht? Einfach so zitieren, ohne dass man wirklich einen triftigen Grund hat oder über den triftigen Grund hinaus. Ja, also wenn Sie ein Kapitel über Mickey Mouse haben und Sie zeigen da auch völlig unmotiviert Donald Duck und Goofy und so weiter oder Schneewittchen und Cinderella und Kapp und Kappa und so weiter, dann wird das wahrscheinlich nicht mehr vom Urheberrecht, von dem Zitatprivileg gedeckt sein. So, das ist natürlich noch wir hatten eben Jugendschutz, speziell im Zusammenhang mit Meinungsfreiheit, und Vervielfältigungsfreiheit und so weiter. Hier kommt jetzt noch ein anderer Punkt hinzu, auf den ich Sie aufmerksam machen möchte. Ihnen ersten Einblick gewähren möchte, wenn Sie diesen Einblick bisher noch nicht hatten, was alles zu sagen gibt über Kinder und Jugendliche und Heranwachsende. Das ist noch das Dritte, also zwischen 18 ab 18 unter 21 Heranwachsende, was es da zu sagen gibt. So. Ab 7 Jahren fängt der Ernst des Lebens sozusagen an, aber noch nicht strafrechtlich. Ja, Kinder, da gab es ja erst wieder vor ein paar Wochen ein paar Fälle, dass Kinder unter 14 sogar Morde begangen haben und nicht strafrechtlich belangt werden können, weil sie noch unter 14 strafunmündig sind. Das wird trotzdem natürlich für sie Konsequenzen haben. Sie werden wahrscheinlich aus den Familien rausgenommen, in geschlossene Heime gesteckt oder was auch immer dann da die Entscheidung sein wird, aber eben nicht strafrechtlich belangt. Zivilrechtlich belangbar schon prinzipiell ab 7 Jahren. Also unter 7 Jahren, Kinder unter 7 Jahren können keine Schadensersatz- oder Schmerzensgeldansprüche damit konfrontiert werden, wohl aber natürlich die Aufsichtspersonen dann. So, insoweit sie erkenntnis- und einsichtsfähig sind. In früheren Zeiten gab es angeblich so einen Test, wenn ein Kind irgendwas Böses begangen hat, irgendwas sehr Böses begangen hat, ja, einen Menschen vielleicht sogar getötet hat, was ja in manchen Situationen sogar einem Kind passieren kann, dann hat man das
Angeblich hat man dem Kind einen Apfel und eine Münze hingestreckt, in der einen Hand einen Apfel, in der anderen Hand eine Münze angeboten. Und wenn das Kind den Apfel genommen hat, war es noch nicht strafmündig. Und wenn es die Münze genommen hat, ist es noch nicht einsichtsfähig. Und wenn es die Münze genommen hat, war sie schon einsichtsfähig. Ob diese Geschichte stimmt, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich hochgradig manipulierbar. Man kann das Kind ja vorher instruieren, dass es um Gottes Willen nur den Apfel nehmen soll. Ja, gerade wenn das Kind so einsichtsfähig ist, die Münze zu nehmen, wird es sicherlich dann verstehen, auch, dass es besser den Apfel nimmt, wenn man ihm das erklärt. So, soweit Aufsichtspflicht verletzt ist. Ja, Sie haben ja auch nicht absolute Aufsichtspflicht. Auch bei Kindern unter 7 haben Sie nicht die absolute Aufsichtspflicht. Es kann auch durchaus Situationen geben, in denen der Geschädigte auf seinem Schaden sitzen bleibt, wenn feststeht, das Kind ist noch unter 7 Jahren oder über 7 Jahre und noch nicht wirklich einsichts- und erkenntnisfähig. Und die Aufsichtspersonen haben es zwar nicht verhindert, aber haben damit trotzdem ihre Aufsichtspflicht nicht verletzt. Ja? Zum Beispiel Erzieher, Erzieherinnen in der Kindertagesstätte, die draußen im Garten 20 spielende Kinder zu beaufsichtigen haben, da ist natürlich die Aufsichtspflicht dann entsprechend eingegrenzt. Da stellt sich dann wieder die Frage, ob der Träger der Kindertagesstätte, ob der nicht schadensersatzpflichtig sein könnte, weil der einen zu schlechten Personalschlüssel da hat. Aber es kann durchaus sein, dass die Geschädigten auf dem Schaden sitzen bleiben. So, das ist zivilrechtlich. Ja, und je älter die Kinder und Jugendlichen werden, umso mehr geht man natürlich von Erkenntnis und Einsichtsfähigkeit im Zivilrecht aus. Jetzt kommen wir zum Strafrecht. Bei 14- bis 17-Jährigen, also nicht Volljährigen, ist Jugendstrafrecht immer anzuwenden, also niemals als Erwachsenenstrafrecht. Und bei 18 bis 20, also die schon volljährig, aber noch nicht großjährig sind, noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet haben, ist es dann eine Abwägungssache, dass das Gericht sich ein Urteil bilden muss über den Reifegrad der Person und auf Basis dieses Urteils dann zu der Frage kommt, ob Jugendstrafrecht oder Erwachsenenstrafrecht anzuwenden ist. Und ein wesentlicher Hinweis darauf ist, ob die Tat jugendtypisch war. Also das berühmte zum Beispiel irgendwas klauen als Mutprobe oder solche Sachen. Eine sehr jugendtypische, in der Gruppe sozusagen, um in der Gruppe anerkannt zu werden. Ja, und eine sehr jugendtypische Sache wird sicherlich anders bewertet werden, als wenn jemand im Internet in Banken einbricht und da Konten leer plündert oder sowas. Das wird man wohl eher nicht als jugendtypisch ansehen. So, der Erziehungsgedanke, der spielt im Erwachsenenstrafrecht, kann man vielleicht so sehen, dass der eine Rolle spielt oder auch nicht, aber wenn Sie sich angucken, wir reden von Geldstrafe, wir reden von Gefängnisstrafe, also Freiheitsstrafe, das kann man als erzieherisch ansehen, muss es aber nicht, aber im Jugendstrafrecht soll eigentlich der Erziehungsgedanke im Vordergrund stehen. Was man sich klar machen muss, ist, dass das Strafgesetzbuch dasselbe ist für Jugendliche wie für Erwachsene. Es gibt keine anderen Straftatbestände, aber die Strafen, offiziell genannt Rechtsfolgen, sind dann typischerweise dann doch nicht unbedingt dieselben. Sondern die Gerichte haben andere Möglichkeiten von Sanktionen zur Verfügung, die es im Erwachsenenstrafrecht nicht gibt. Also über Freiheitsstrafe und Geldstrafe hinaus sind gehalten, vor allem bei Ersttätern, diese Möglichkeiten auszunutzen, zum Beispiel Sozialarbeit leisten, nicht? Und so viele Stunden in einer karitativen Einrichtung, in einer pflegerischen Einrichtung oder Straße putzen oder was auch immer da diese unentgeltliche Arbeit sein soll oder irgendwelche Fortbildungstrainingsmaßnahmen oder auch ein Täter-Opfer-Ausgleich. Alles das ist im Erwachsenenstrafrecht nicht vorgesehen. Also es kann natürlich sein, wenn jemand im Vorfeld eines Gerichtsverfahrens schon einen Täter-Opfer-Ausgleich selber
gemacht hat oder mit sich hat machen lassen und Antigewalttraining absolviert hat, kann es natürlich sein, dass man dann das Gericht milde stimmt, aber zunächst mal vorgesehen ist das nicht. So, damit sind wir mit den juristischen Fragen fertig, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde gerne die Zeit nutzen, um noch ein bisschen einzusteigen in den zweiten Aspekt. Wir haben jetzt eben die harte Seite, das Juristische, und jetzt kommen wir zu der, ich weiß nicht, ob man das jetzt die weiche Seite nennen soll, aber so ein bisschen weich ist es ja schon im Verhältnis zu der juristischen Seite. So, ich werde natürlich nicht nur auf meine subjektive Sicht zu sprechen kommen, aber damit möchte ich beginnen. Was sehe ich als grundethische Probleme, als Grundprobleme an? Also diese Gedanken werden Sie jetzt dann auch wiederfinden in den weiteren Teilen, die wir heute betrachten werden. Ich habe versucht, hier auch ein bisschen zusammenzufassen, verschiedene ein bisschen zu abstrahieren. So, was sind typische ethische Probleme in Informatik? Ein wesentliches ethisches Problem in Informatik ist, was sich in vielen, vielen konkreten ethischen Problemen eben, was da der Kern ist, was die Essenz ist, dass die Software Entscheidungen trifft. Ja, wir werden Beispiele sehen, zum Beispiel bei autonomem Fahren, dass die Software selber Entscheidungen trifft, ob sie jetzt eine Bremsreaktion auslöst, weil da ein Ball vors Auto rollt und die Software davon ausgeht, dass da gleich ein Kind hinterherrennen wird oder so etwas. In dem Fall keine automatische Bremsreaktion auslöst oder solche Sachen. Nudging heißt, ja, Werbung eigentlich, nicht? Sie zu verleiten, in bestimmte Richtungen zu denken und vor allem dann auch in bestimmte Richtungen zu handeln. Datenschutz ist natürlich auch wieder das Thema, sensible Daten zu sammeln. So, gucken wir uns diese Punkte alle nochmal an. Also wir haben jetzt hier diese drei Punkte sehe ich eigentlich so, wenn ich mir so die verschiedenen ethischen Fragestellungen ansehe im Zusammenhang mit Informatik und teilweise auch darüber hinaus, aber eigentlich vor allem mit Informatik, dann haben sich für mich diese drei Punkte herauskristallisiert, die wir uns vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen anschauen werden. Was heißt das, die Software trifft schwerwiegende Entscheidungen, zum Beispiel über Leib und Leben von Menschen oder auch Tieren? Eben das Beispiel mit autonomem Fahren etwa, über materielle finanzielle Güter. Denken Sie beispielsweise an Hochfrequenzhandel, an den Börsen, wenn im Millisekundenbereich oder sogar noch schneller dann gewichtige Entscheidungen über Kaufen, Verkaufen oder Halten getroffen werden. So, also, was sind schwerwiegende Entscheidungen über Leib und Leben? Also das typische ethische Dilemma, was immer wie, es werden, Sie werden in Ethik immer wieder ethische Dilemmata sehen, ja, wenn es um das Thema Ethik geht. Diejenigen von Ihnen, die Ethik als das andere Fach haben, werden das sicher, hoffe ich mal, bestätigen können. Dilemmata zum Beispiel, wenn Sie die Wahl haben, nur zwischen Regen und Traufe sozusagen, wenn Sie nur die Wahl haben. Sie können nicht verhindern, dass Sie Unrecht tun. Sie können nicht verhindern, dass Sie jemanden schädigen, dass Sie dann die Auswahl treffen, wer getötet oder verletzt wird. Ja, das sind so also alle ethischen Dilemmata, die ich bisher so gesehen habe. Ja, denken Sie beim autonomen Fahren. Das Fahrzeug kann nicht mehr verhindern, dass ein Unfall mit Personenschaden passieren wird. Hat aber noch die Wahl, entweder den einen Unfall oder den anderen Unfall, mit den einen Schädigungen, mit den anderen Schädigungen, eigentlich alle solche Dilemmata. Oder denken Sie auch die Frage, ein Flugzeug seit 9/11, ein Flugzeug wird entführt, mit 100 Passagieren an Bord und soll jetzt in einen großen Wolkenkratzer gesteuert werden. Das Flugzeug abschießen, ja oder nein? Und solche Fragen. Vor allem, wenn Sie nicht genau wissen, ob das wirklich jetzt ein solcher Fall ist, dass das Flugzeug wirklich in Wolkenkratzer gesteuert werden soll. Sodass Sie also nicht wissen, ob die 100 Menschen wirklich demnächst sterben werden oder nicht. So, und dann gibt es da die verschiedenen ethischen Dilemmata, ist es ethisch richtig,
viele zu retten und wenig, um den Preis, dass sie wenige töten oder verletzen? Ist es ethisch richtig oder falsch? Das war beim Thema Covid, erinnern Sie sich, auch eine ethische Frage, dass man Alte sterben lässt, um jüngere Menschen zu retten oder auch nur, in Anführungszeichen, damit jüngere Menschen auch ordnungsgemäß zur Schule gehen können, dass die Schulen nicht geschlossen werden. Wenn einer schuld an dem ganzen Unfall ist und ein anderer unschuldig ist, ist es ethisch gerechtfertigt, dann auf jeden Fall den Schuldigen zu töten und den Unschuldigen leben zu lassen. Genau dasselbe, also eigentlich fast dasselbe nochmal, Beteiligte oder Unbeteiligte. Wie ist es mit der Abgrenzung Menschen oder Tiere? Oder im Zusammenhang mit Klimawandel eine entsprechende Frage. Was sind die Rechte der heute lebenden Menschen versus die Rechte der noch Lebensrechte der noch ungeborenen Menschen? Und da gibt es eben zum Beispiel autonomes Fahren, hatte ich eben als Beispiel. Und das andere Beispiel, entführtes Flugzeug, ob man das abschießt oder riskiert, dass mit diesem Flugzeug noch viel mehr Schaden dann angerichtet wird. Noch viel mehr Menschen sterben. So, dann bleiben wir an dieser Stelle mal stehen. Das ist eine einigermaßen gute Zäsur. Wir sind jetzt auch fertig mit der Zeit. Dann möchte ich jetzt die Aufzeichnung beenden.